Herzlich willkommen zu einem neuen Angelvideo. Wir haben das letzte Wochenende im Februar. Ich werde heute noch mal versuchen, ein bisschen auf Raubfisch zu angeln. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Mal schauen. Das Gewässer heute bin ich sehr lange nicht mehr gewesen und auch erst zum zweiten Mal an diesem Gewässer. Die Größe ist ungefähr 3 Hektar und die Wassertiefe beträgt so etwas mehr als 3 Meter. Sollte der Wasserstand höher stehen, aufgrund des vielen Niederschlages, dann noch ein bisschen mehr. Zum Fischbestand lässt sich nicht allzu viel zu sagen. Gemäß Liste kommt ja alles Mögliche vor. Wie schon gesagt, in erster Linie möchte ich heute auf Hecht nochmal gehen. Ich werde wieder eine mit Boilie rauslegen, so wie ich das immer mache, aber das ist eher so ein Nebenbeigeschäft. Vorher werde ich aber vielleicht nochmal die Pose hier und da reinschmeißen. So, ich habe meinen Angelplatz gefunden. Ist auch nicht so schwierig, so viele gibt es an diesem Gewässer nicht. Hier werde ich jetzt erstmal in Ruhe anfangen zu angeln mit 2 Köderfischen und eine mit Pose. Wenn der Wind nachher nachlassen sollte, überlege ich dann vielleicht nochmal rüber zur Badestelle an den Steg zu wechseln. Die erste Angel ist soweit vorbereitet, die geht gleich raus. Ich habe den Haken wieder innen durchgeführt, vorne einmal eingespießt, hinten mit Beetband gesichert. Und dann kann es losgehen mit der ersten. Zum Wetter heute gibt es nicht so viel zu sagen. Wir haben wechselnde Bewölkung, wie man sehen kann. Zum Abend hin soll es ein klein wenig zuziehen, nichts Dramatisches. Temperaturen liegen jetzt, schätze ich mal, so zwischen 7 bis 10 Grad. Zum Abend kühlt es natürlich wieder runter. Der Wind kommt mit einer 5 aus Südwest. Hier unten bin ich in der Senke geschützt. Das sollte ganz gut sein. Eine Angel werde ich mit Pose und Wurm rausbringen. Die werde ich hier vorne an die leichte Kante bringen. Mal schauen, ob die Friedfische schon möchten. Wie eingangs schon erwähnt, war ich vor einer ziemlich langen Zeit hier angeln. Da waren die Wetterbedingungen deutlich schlechter als jetzt. Da war der Wind viel stärker aus südlichen Richtungen und es war, glaube ich, im Oktober und es war schon bitterkalt und da ging nichts an dem Tag. Heute ist das Wetter natürlich deutlich besser und die Hoffnung, dass irgendetwas einsteigt, ist schon da. Die Köderfischruten sind jetzt rausgebracht, jeweils links und rechts vor den Büschen. Die Posemontage werde ich jetzt hier auch rechts rausbringen, ein bisschen vorfüttern. Ja, und dann setze ich mich hin und warte erstmal ab. Hier kann man gut sehen, dass das Wasser, na, ich schätze mal, 1/2 Meter höher steht, weil die Angelkante ist hier vorne. Ja, nach jetzt gut 1,5 Stunden erfolglosen Angeln habe ich mich dazu entschlossen, doch auf den Steg rüber zu wechseln, weil letztendlich habe ich von hier aus viel mehr Möglichkeiten und kann viel größere Bereiche abangeln als an der anderen Stelle da hinten. Da war ich dann doch schon ein bisschen eingegrenzt nach links und rechts. Jetzt werde ich jetzt erstmal das Köderboot fertig machen. Das wollte ich vorhin eigentlich schon, mache ich aber erst jetzt. Und werde einfach mal so ein bisschen erkunden und gucken, wo ich Strukturen entdecken kann.
Karpfenmontage jetzt vorbereitet. Ich hatte gerade mit dem Boot das Gewässer ein bisschen erkundet und durch den Deeper konnte ich einige interessante Stellen erkennen. Auf die eine werde ich jetzt gleich den Karpfenköder legen. Das sah vielversprechend aus. Der Köder selbst ist Tuna-Krill und mit einem kleinen gelben Leuchtpop-Abdomen drauf, damit die Karpfen das sehen, wenn sie Lust haben. Ob ich einen Karpfen fangen werde, das ist ziemlich schwierig, da ich beim Karpfangeln das Gewässer nicht kenne. Es ist Winter, sie sind relativ träge. Ja, bleibt abzuwarten. Ich gehe mal eher davon aus, nicht, weil momentan ist das letztendlich auch nur ein Beiwerk beim Raubfischangeln. Die Zeit für Karpfen kommt noch. Ja, jetzt habe ich einmal die Köderfischangeln gewechselt. Ich habe die eine Pose rausgenommen und die gegen den Köderfischgrund gewechselt. Wie man sehen kann, habe ich wieder eine innenliegende Führung mit einem zweischenkligen Haken. Ich habe ihn hier vorne an die Badestelle gelegt, weil da ist es wird ziemlich schnell tief auf 2 Meter. Und dann gibt es eine Kante, die geht dann runter bis auf 3 Meter, 3,20 Meter. Und genau an diese Kante habe ich ihn gelegt. Und jetzt heißt es wieder abwarten. Die Ruhe und das Wasserbeobachten ist richtig erholsam. Das genieße ich richtig. Was mir hier aufgefallen ist, heute ist es wärmer als letztes Wochenende, also letzten Samstag. Hier ist so gut wie gar keine Fischbewegung zu sehen. Während letztes Wochenende, es waren dann nachher am Abend dann nur noch knapp 2 Grad, aber da war ordentlich Bewegung, vor allem von dem kleinen und von dem Jungfisch. Aber hier ist nichts. Nicht eine einzige Bewegung. Relativ schwierig hier. Eben noch darüber erzählt, dass an der Wasseroberfläche keine Fischbewegung ist. Ich habe die Köderfischpose auf knapp 4 Meter gestellt, einfach ins Blaue ausgeworfen. Tja, und da stieg dann eben der kleine Hecht ein. Also der war knapp untermaßig. Das ist okay, den habe ich wieder schwimmen lassen. Jetzt mache ich nochmal einen neuen Köderfisch ran und dann mal schauen, ob vielleicht noch einer einsteigt und dann eine Nummer größer. Mich darüber beschwert. Jetzt hat ihn gerade. Der kann wieder schwimmen. Wieder erwarten ist doch ein Fisch eingestiegen. Nicht der größte, aber das spielt keine Rolle. Ich bin zufrieden. Ich werde jetzt langsam meine Sachen einräumen. Die Sonne ist schon untergegangen. Es reicht für heute. Es war schön. Erholsamer Tag. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben und sich das Video ganz gegönnt haben, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.